Ein Leben voller Errungenschaften. Alexander Kluge feiert Geburtstag. Alexander Kluge ist einer der bekanntesten deutschen Aufklärer und Filmemacher. Bereits Ende der 60er Jahre gewann er als erster deutscher Regisseur für den Film Die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos den Goldenen Löwen in Venedig. Bis heute hat er zahlreiche weitere Preise erhalten, darunter einen Bambi und den Adolf-Grimme-Preis. Außerdem erhielt er im Jahr 2007 von Bundespräsident Horst Köhler das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Auch in Sachsen-Anhalt wurde er mit den beiden wichtigsten Auszeichnungen geehrt. 2019 erhielt er den Klopstock-Preis für Literatur und 3 Jahre später den Landesverdienstorden. In den letzten Jahren zog es Alexander Kluge immer wieder zurück nach Halberstadt, wo er 1932 geboren wurde. 2017 ernannte die Stadt ihn zum Ehrenbürger. In diesem Jahr beschloss Kluge, seinen 92. Geburtstag in seiner Geburtsstadt zu feiern. Eine Vaterstadt oder Heimatstadt, das ist für mich, bis ich 13 Jahre alt war, die Stadt, wo man seine Beine bricht, aber auch Glück hat. Ja? Wo man zum ersten Mal in einem Regenguss steht, wo man einen Freischwimmer macht. Ja? Das heißt, es ist etwas Lebendiges. Und der 7-Jährige oder 13-Jährige, der damals hier in Halberstadt groß geworden ist und die Grundstruktur seiner Erfahrungswelt gewonnen hat, ja, der ist mit 92 genauso. Und da sind innere Stimmen in uns. Ja, und die verbinden alle Zeiten, in denen wir leben. Es verbindet sich damit Ihr 92. Geburtstag. Sehr geehrter Herr Kluge, vielen Dank, dass Sie diesen Tag mit uns teilen. Wir fühlen uns außerordentlich geehrt. Ich gratuliere Ihnen herzlich im Namen der ganzen Landesregierung und wünsche Ihnen viel Glück und viel Segen auf all Ihren Wegen. Und ich hoffe, dass Sie noch ein gutes Stück Wegs vor sich haben, weil wir Sie und Ihre kulturellen Impulse weiter dringend benötigen. Eigentlich ist es üblich, dass die Geburtstagskinder die Geschenke erhalten. Doch Alexander Kluge macht in diesem Jahr seiner Vaterstadt ein Geschenk und bringt seine neue Ausstellung in das Gleimhaus. Also gucken Sie, das Enlightenment heißt es. Das heißt Aufklärung. Und die Engländer hatten im Grunde keinen Ausdruck dafür, das sind Praktiker. Ja, und die haben das Enlightenment, Einlichtung, Belichtung haben die es genannt, Enlightenment. Wir können das Wort in Deutsch gar nicht nachmachen. Und dieses Licht, ja, der Aufklärung, das ist hier im Gleimhaus sowieso zu Hause. Das ist Halberstadt, 1945, 8. April, ja, für mich unvergesslich. Ja. Und sehen Sie, das ist Drachensaat, heißt das, Sonntag, 11 Uhr, ja, da kommen Bombengeschwader über die Stadt. Ja. Das hat mit einem Krieg im traditionellen Sinne, wie 30-jährigen Krieg, überhaupt gar nichts zu tun. Da können Sie die Arme hochheben und kapitulieren. Gegenüber einem Bombengeschwader kann man nicht kapitulieren. Und das sind neue Formen, die auch den Krieg irgendwann, ja, absurd machen. Es gibt keine Landesgrenze der Welt. Ja, keine Rechtsfrage, keine moralische Frage, die es lohnt, ja, diese Art von Terror auszuüben, ja, bei dem man nicht kapitulieren kann. Naja, wir schätzen uns glücklich, dass Alexander Kluge diese Bindung an seine Heimat behalten hat. Das ist ja nicht immer so, wenn man mit 13 Jahren seine Heimatstadt verlässt, verliert man oft auch die Bindung, aber die außergewöhnlichen Umstände damals, die so tief erlebte Bombennacht und die Flucht dann letzten Endes, das sind Verbindungen oder das sind einfach Umstände, die ihn irgendwo dann auch innerlich festgehalten haben an der Heimatstadt. Er hat noch lange den Kontakt zu seinen Eltern gehalten. Der Vater ist ja 1979 verstorben und dann eine gewisse Zeit eher weniger, aber nach 1990 sofort wieder gesucht. Und für Sachsen-Anhalt ist das eine außerordentliche Bereicherung, weil ihn eigentlich im kulturellen Deutschland, auch in Europa,
jeder kennt als Filmemacher, als Autor, als letzten Endes eben auch Fernsehmacher mit seinen kulturellen Fenstern, DCTP, und wo er überall seine Arbeiten gezeigt hat. Und dieses immer wieder neue, auch bis ins hohe Alter, immer wieder neue Sichtweisen der Realität abzugewinnen, das kenne ich so bei keinem Zweiten. Die derzeitige Ausstellung Enlightenment wird nicht die letzte im Gleimhaus sein. Zukünftig werden regelmäßig Werke von Alexander Kluge dort zu sehen sein.